Ich grüße meine Mama, meinen Papa und ganz besonders meine Eltern, Mario Basler. Ja, damit herzlich willkommen zur neuen Anstoß 2022 Folge, beziehungsweise eigentlich Folge 5, aber eigentlich auch erst Folge 2, weil wir mussten ja von vorne anfangen wegen dieser sogenannten Updates oder dieser Verbesserungen dieser Early Access Version. Ja, wir sind am Freitag. Wir warten natürlich noch so ein bisschen auf unser Spielerscouting, beziehungsweise unsere Beobachtungen. Ich weiß noch nicht, woran erkenne ich, ob die Nebenpositionen, wann die abgeschlossen sind. Stärke, Klausel. Ja, also hier der Wunschspieler ist natürlich immer noch Jerome Merz. Noch keine Erfolge. Verhandeln können wir nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Setze den Spieler unter Beobachtung. Okay, also das haben wir getan. Können wir mit gar keinem verhandeln. Wir hätten hier sonst noch Grayson. Können wir auch nicht verhandeln. Okay, dann wäre hier ein Moritz Holzner. Wird auch beobachtet. Ah, okay, guck mal. Können wir vielleicht... Woran liegt das jetzt? Dass wir mit dem verhandeln können und vielleicht wollen die nicht in die zweite Liga wechseln? Ist das möglich, dass wir vielleicht keine 10-Plus-Spieler bekommen? Das wäre natürlich ziemlich doof. Ja, wir hätten dann sonst hier den... Ja, das ist der einzige Neuner, wird beobachtet. Das ist jetzt gefühlt der einzige Unterschied. Wir gehen mal so durch. Guck mal, wir gehen das mal... Ja. Tatsache. Okay, also wir können tatsächlich, wenn wir hier so durchgehen, haben wir bisher nur einen, mit dem wir verhandeln können. Und zwar Tillmann. Der ist auch aus der zweiten Liga schon 23. Ja, ist die Frage. Wie lange müssen wir noch beobachten? Steht hier nicht. Okay, also... Ja... Scouten in Beobachtung. 6 Tage steht hier bei den Scouts. Ich weiß nicht so genau, was das zu bedeuten hat. Naja, warten wir mal die 6 Tage ab. Der Transfermarkt schließt ja jetzt nicht ganz so schnell. 70% haben wir aktuell hier. Das ist doch schon mal ganz nett. Und ansonsten... wo war jetzt der Transfermarkt? Also man konnte ja hier, ja, ich gerade zu schnell, untersuchen. Nee, unter Transfermarkt, genau hier war das. Okay, da sind noch keine Spieler verfügbar. Das kann natürlich auch an den komischen Filtereinstellungen manchmal. Ah, siehst du, geht ja doch. Okay, also, wir suchen mindestens 8, 6, irgendwas, so ein 9er. So, mal gucken, was so auf dem Transfermarkt drauf ist. Wir suchen ja aktuell einen ZOM. Dann suchen wir einen, der natürlich gerne jung ist. So. Marktwert ist erstmal egal. Meinetwegen darf es auch ein 13er sein. Dann gucken wir mal, was so aktuell drauf ist. Alles 9er. Alles 9er. Also 10er sind aktuell auf dem Transfermarkt gar nicht drauf. Okay. Tatsache, Alter. Das ist ja jetzt... Ja. Also alles 9er sind so wie... Achso, wir haben... Ach doch, Position ZM. Kommen hier irgendwo noch ZOMs? Oder... Ah, da sind jetzt die ZOMs, okay. Aber auch hier haben wir definitiv nur 9er. Habe ich die Stärke 9 eingestellt? Nee, ab 8,6. Also, wir dürften auch 10er bei sein. Das ist nicht der Fall. Da wir so die Auswahl haben, stellen wir das Ganze mal ein bisschen jünger ein. Weil, dann können wir nämlich ein richtiges, gutes Talent immerhin holen. Ne, dann ist der Marktwert auch relativ wurscht. 19, hier so ein 18-jähriges Supertalent hier. Aus Spanien oder aus Polen oder aus Frankreich. Ja, das sind so... Wer hat am meisten Marktwert? Hier, der... Den Namen kann ich nicht, nicht mal richtig aussprechen. Okay, wir werden den mal beobachten. Mit dem könnten wir auch direkt verhandeln. Okay. Achso, Vertrag... Ja, kriegt eine 500.000, ist das pro Woche oder? Man weiß es ja immer nicht. Okay, wir... Sollte das nicht funktionieren, hätten wir natürlich noch... Ja, den Polen, das ist auch wieder so ein Name, kann ich nicht aussprechen. Montava Ortega Axier. Ja, 18-jährig. Ich weiß nicht, ob das Talent mit gescoutet beobachtet werden kann. Wir werden den auch mal beobachten und dann den auch mal, also die 3 Talente. Mal gucken, wie lange das dauert, bis wir da zumindest... Vielleicht kriegt man das ja auch überhaupt nicht raus, welches Talent die haben. Also ich würde schon gerne wissen, welches Talent die haben.
Wisst ihr, wie ich mein? So, da müssen wir natürlich Training. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge so ein bisschen vernachlässigt. Also ZOM, wie gesagt, hier, da müssen wir ein bisschen gucken. Dann im Training. Trainingseinheiten. Ja, machen wir so ein bisschen viel Kondition im Moment. Bisschen Technik. Okay. Ja, wir sind ja in der Vorbereitung, ne? Spielform machen wir auch nochmal ein. Okay. Also wir sind jetzt, sind wir noch in Woche 1? Okay, also ich weiß nicht, Trainingsschwerpunkte, warum muss ich das einstellen, wenn ich dann sowieso hier die gesamte Woche auswählen kann. Kurzfristig, ich weiß nicht, so aktuell können wir hier, sind das Regler oder? Nee, das sind nur unsere Vergleiche mit Braunschweig. Stärke. Also wir sind aktuell 9er Team, so wie es aussieht. Kondition ist bei uns gut, die Frische singt bei uns natürlich. Sie singt fröhlich vor sich hin. Ah, lala. Ne? So. Individuell, das ist unser Team. Wirklich krasses Talent haben wir nicht. Bei den Statistiken, genau, das ist jetzt die, da unten steht's, genau. Kondition, Frische, Verletzungen. Okay, sieht im Prinzip normal aus. Also wenn ich das jetzt so mit Anschluss 3 mir so ansehe, Trainingseinheiten in der Saison, da haben wir noch nichts. Okay, also ich würde nächste Woche sowieso gerne nochmal volles Rohr trainieren, U23. Da haben wir ja ein Talent. Wo ist er? Nils Fuchs. Ja, hier, geil. Legendär, legendär heißt das jetzt hier, ne? Ja, geil. So, richtig geil. So, Jugend. Kader in der A-Jugend. So, da haben wir natürlich hier schon, was war AK? Arkadienplatz. Arkadienplatz? Akademieplatz. Arkadienplatz, Alter. So, wir haben in der B-Jugend aktuell, oh hier, ist immerhin ein Megatalent. Das heißt, wir werden den in die Academy aufnehmen. Ja. Dann haben wir in der C-Jugend, ist vielleicht, ja, ich finde das ganz nice, dass man rechtzeitig schon mal, guck mal hier, auch nochmal ein Megatalent. Können die Talente sich noch ein bisschen anpassen? Also den würde ich auch mal, okay, Academy-Plätze sind belegt. Okay, dann sind wir für die Woche oder für jetzt, ne, wir sind immer noch in der ersten Woche. Okay, wir sind jetzt in der zweiten. Müssen wir direkt weiter oder passiert hier noch was? Ne, wir müssen ins Büro, so wie es aussieht. Okay, dann, ich weiß gar nicht, was wir jetzt großartig machen müssen, machen können. Ja, jetzt kommt eine coole Anstoßmusik hier. Scouting können wir mal reingehen. Wie sieht es hier aus? Noch 4 Tage. Und ich warte natürlich vor allem, wo steht denn hier jetzt das Alter in dieser Liste? Das ist schon wieder in der Liste nicht zu sehen. Können wir mittlerweile? Nee, also wird beobachtet. So hier, ach, da sind die jungen Wilden. Okay, das mit dem Beobachten warten wir nochmal ab. Ich hoffe natürlich, dass wir, wir können das natürlich schon mal überlegen. Also der ZOM, der wird gar nicht so teuer werden. Deswegen können wir natürlich, wenn wir uns das erste Team anschauen, da hätten wir noch Linksverteidiger, ein Achter. Also wahrscheinlich kriegen wir nichts Besseres als ein RA, genau. Also wir brauchen noch rechts außen einen richtig starken. Da würde ich sonst nochmal gucken bei den rechts Außenspielern. So, das heißt, wir brauchen jetzt einen Stürmer. Das sind die ganzen LAs. Auch hier, geil, die Einstellung hat er sich diesmal gemerkt. So, hier sind RAs. Rechts außen. So, was haben wir denn so Schönes? Alles 9er. Das ist doch nice. So, dann haben wir hier, geil, Brasilianer. Gibt sogar einen Deutschen, Pascal Nagler. Ja, als deutscher Verein sollten wir vielleicht, wie alt ist der? 19, aber der Brasilianer ist 17. Hey. Ja, definitiv den 17-Jährigen mal beobachten, aber auch den Deutschen werden wir beobachten. Den Pascal Nagler. Ja, Talente sind immer gut, können wir immer gebrauchen. Also hier, ja. Und wie gesagt, wir kriegen wahrscheinlich sowieso nichts Höheres als 9er. Also, ja, scheint wohl so zu sein. Wir gehen mal weiter. Wir haben ja Training für die Woche schon eingestellt. Tägliche Transferliste, bla bla blub. So, Philipp Brandt. 30 Jahre, Mittelstürmer. Den möchte Hamburg kaufen. Ja, also die sind ganz schön frech. 8 Millionen Mark wert und 4,9 wird hier geboten.
Aber wir haben ja genug, deswegen können wir den getrost abgeben. Dann haben wir hier einen Achter. Genau, Achter, auch weg. Zack, boom, brauchen wir nicht. Da kaufen wir lieber talentierte, junge Spieler nach. Weiter geht's. Freitag, Samstag. Und dann sind wir jetzt schon in der nächsten Woche. So, wir gehen natürlich wieder auf Transfer. Ganz klar, auf Scouting. Und es steht hier wieder Scouting 10 Tage. Okay, also, ich weiß noch nicht, was das mit diesen 10 Tagen auf sich hat. Ob die dann so eine Art Rundreise machen. Was bedeutet das Rote? Achso, ja gut, das sind die Positionen. So, wird noch beobachtet. Wir gehen mal so kurz durch, ob sich hier irgendwo was geändert hat. Nee, wird alles beobachtet. Oh nein. Okay, also... Ah, guck mal, jetzt haben wir hier... Ah, gucke mal, ja. Also, je länger man den beobachtet, hier bei... Genau, hier. Ton Tillmann. Leider kein gutes Talent. Das ist schon mal... Okay. Also, Talent wird angezeigt. Moritz Holzner ist auch ein ZOM, auch kein Talent. Schade. Und dann haben wir hier, das ist der... ZOM, der 19-Jährige von Dortmund, ist leider nur Talent. Ich hätte mir natürlich erhofft, okay, wir lassen die auf jeden Fall nochmal ein bisschen drauf. Aber wir können jetzt zum Beispiel mit den Jungs hier so wie... Achso, mit den... Wieso können wir mit dem Brasilianer gar nicht verhandeln? What? Aber Pascal Nagler. Also ich hoffe bei Pascal... Ja, guck mal, mit dem können wir auch wieder nicht verhandeln, woran auch immer das liegt. Also das hier ist ein 9er und mit dem 10er war wieder klar, dass wir mit dem nicht verhandeln können. Kann man in der zweiten Liga nicht mit 10-Plus-Spielern verhandeln? Das ist irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Gibt es hier einen Spielplan, damit wir mal schauen können, wie lange der Transfermarkt noch geöffnet hat? Statistiken wahrscheinlich nicht. Zentrale. Haben wir ein Postfach, genau. Ja, ich weiß nicht, ob das Postfach wichtig ist, ob man da wirklich intensiv reinschauen müsste. So, und dann hätte ich gerne mal einen Komplettkalender. Damit ich so weiß. Ah, hier, da oben. So, wann schließt der Transfermarkt? Auslosung Pokal. Dann gehen wir rein in den August. Kann ich das anklicken? Nee. So, Ligaspiel. Woran oder wo sehe ich jetzt, wann der Transfermarkt schließt? Wisst ihr, was ich meine? Was ich gerne hätte? Aber kann ja nichts... Achso, ist das Zeichen hier? Nee, achso, das ist Gewitter. Okay, das ist das Wetter... Ich bin auch wieder geil. Ja, meine Seite, was war hier? Wann schließt der Transfermarkt? Das hätte ich gerne noch irgendwie... Ich weiß nicht, war es der 31. August? Nationalkaderspiel... was? Nationalpokalspiel, okay. Nationaler Pokal. Wieder Pokal. Aber ansonsten, es steht hier einfach nicht, wann der Transfermarkt schließt. Also da muss man natürlich auch so ein bisschen... Auge drauf habe, aber ich glaube, bis Ende August hatte man definitiv Zeit. Wir haben 102 Millionen, Alter, also wir sollten schon irgendwie investieren. Weil vor allem, wir haben das Team ja auch so ein bisschen verkleinert. Ne? So, aber nur so ein bisschen. Team, ja, ZOM und das brauchen wir definitiv, würde ich jetzt mal sagen. Dann können wir natürlich gleich noch ein paar Spieler mitnehmen, beziehungsweise wir machen das jetzt mal so, dass wir den auf RA stellen und dann lassen wir den Co-Trainer aufstellen nach, ja, nehmen wir mal motivierteste Spieler ausführen und jetzt hat er das Ganze so gemacht, okay. Innenverteidiger ist, okay, also die Neuner sitzen draußen. Aber, okay, das, dann hätte ich gerne wenigste Einsätze, motivierteste, jüngste Spieler und frische. Ich hätte gern einfach nur die Besten. Einfach, wisst ihr, wie ich meine? Dann nehmen wir mal konditionsstärkste Spieler. Ist das dann ein bisschen anders? Dann ist der 7er Torwart drin. Das ist natürlich auch nicht so erfahrenste Spieler. So, und jetzt? Jetzt sind alle Neuner drin. Okay, außer mein ZOM. Das ist natürlich dann eigentlich ein rechter Mittelfeldspieler. Aber wie gesagt, ZOM und rechts außen sind wir dran.
Definitiv sind wir da dran. Richtig dran sind wir da. Richtig dran. Hoffe ich doch. Das ist. Achso, gibt es hier schon was Neues? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir müssen erst wieder in die nächste Woche gehen. So, Spielsystem, Anweisung, Training. So. Wie schaut's aus? Statistiken individuell. Trainiere ich noch nix. Dann haben wir. Ja, die Frische geht bei uns natürlich ein bisschen in den Keller. Wir trainieren jetzt diese Woche brutale Konditionswoche. Das werde ich auch diese Woche tatsächlich nochmal so durchziehen. Ja, nochmal eine Woche. Neue Sponsorenangebote verfügbar. Okay, tägliche Transferliste interessiert uns aktuell. Trainingsleistung der dritten Woche. Also die Kondition ist jetzt gar nicht so... Achso, ist die Kondition bei 99? Ja? Okay, die Frische ist... Also haben wir maximale Kondition? Wenn ja... Oh, irgendwas passiert? Nee, okay, ich dachte... So, ich weiß immer noch nicht so genau, wenn ich im Büro bin, wo muss ich direkt zuerst raufklicken? Zentrale? Ja, okay, gehen wir auf Zentrale, damit wir hier in dieses Menü kommen auf der linken Seite. Also die Büroansicht ist auch nur so ein bisschen, wie sagt man, provisorisch. So, wo haben wir Transfer? Da gehen wir wieder auf Scouting. Schau mal durch. Wird beobachtet. Okay, das dauert bei dem einen oder anderen doch schon recht lang. Jerome Merz. Allerdings schade. Den hätte ich sehr, sehr gerne gekauft. Tillmann. Mit dem Moritz können wir auch nicht verhandeln. Also die ich gerne hätte, da wird... Ich glaube, das dauert noch die 3 Tage, ne? So, den können wir auch nicht verhandeln. Wie gesagt, das... Gehe ich mal davon aus, dass die einfach nicht in der zweiten Liga spielen wollen. Das ist jetzt mal das meine Einschätzung zu dem Ganzen. So, dann haben wir Pascal Nagler. Da ist das Talent noch nicht zu sehen. Ich denke mal in 3 Tagen, das ist jetzt so meine Idee hier oben, steht ja die 3 Tage bei unseren Scouts, dass wir in 3 Tagen neue Antworten haben. Deswegen warten wir mal bis Mittwoch und schauen dann, wie das Ganze jetzt aussieht. Gehen wir mal ins Büro. Gehen wir noch Zentrale und dann müssen wir Team... Ne, Transfer müssen wir hin. Scouting. So, jetzt steht hier wieder 10 Tage und jetzt müssten wir eigentlich Updates haben. So, guck mal. Das ist ein... Ja, den würde ich holen. Den Conti. Das ist der Franzose. Dann der Alos. Schade, dass ich den hier jetzt nicht... wird... So, ne? Dann haben wir hier Jerome Merz. Mit dem können wir auch nicht verhandeln, deswegen brauchen wir den auch nicht länger beobachten. Dann haben wir hier Ton Tillmann. Dann haben wir Merlin Schiefer, ist auch ein Zehner, der will uns auch nicht. Dann haben wir Moritz Holzner. Der hat auch nicht das beste Talent. Vielleicht sollte ich doch eher einen erfahreneren Spieler holen, aber die kriegen wir nicht in die zweite Liga. Also das ist halt wie gehuppt so gesprungen, sagt man das so. So, hier haben wir nochmal, da hätte ich auch gerne das Talent gewusst. Hier bei Rayo, der hat immerhin Talent. 35, ach so, der will nicht zu uns, okay, ist ein Zehner. Dann, der will auch nicht zu uns, okay, dann haben wir hier Pascal Nagler. Wie gesagt, leider nur normal begabt. Also da werden wir wahrscheinlich keine krasse Stärkeentwicklung mehr haben. Batista Ferreira. Ach, der will nicht zu uns. Das ist natürlich schon wieder... So, sind jetzt noch alle drin? Ich habe doch hier gerade... Wird beobachtet. Warum ist der noch drin? Ich will ihn doch nicht mehr beobachten. Oder muss ich die... Spieler oder muss ich hier einmal raus, rein? Nee, Berichte, Spieler. Also bisher... Ausstiegsklausel, leer nichts. Wird beobachtet. Ha, okay, also der wird nicht mehr beobachtet. Verstehe das System noch nicht so ganz. Wie kriege ich die Jungs jetzt hier aus der Liste wieder raus? Versteht ihr mein Problem? So, Beobachtung sind auch noch alle drin. Es werden momentan 6 Spieler beobachtet. Ja, aber welche? Das sehe ich hier anhand dieser Grafik schon oder Auflistung schon wieder nicht, ne? Naja, gut. Zentrale, dann gehen wir mal auf die tägliche Transferliste und hoffen natürlich, dass hier was für uns dabei ist. So, hier haben wir ein ZOM. Ja, im Prinzip können wir auch nach Transfermarktwert gehen. Also, alles nur Billigkram hier. Der einzige... Oh, guck mal, hier wäre
Eventuell, aber warum will der schon wieder nicht mit uns verhandeln? Das ist doch hier, das ist doch zum Mäusemelken. Nur Beobachtete, okay. Ja, also wir sind ein bisschen unglücklich mit unserer Spielersuche. Ha, ich muss mal sagen, ich bin bisher nicht so wirklich glücklich. Genau, wir suchen ja noch einen Rechtsaußen. Und so, also hier gibt es aktuell Pascal Nagler, ja. Dann haben wir der Brasilianer. Ist das nicht der, den wir beobachtet haben? Ah, nee. Guck mal, den werden wir auch nochmal beobachten. Oder hatte der kein Talent? Hatten wir den beobachtet? Ah, ich weiß gerade nicht. Den haben wir noch. Als Rechtsaußen, so viele sind es ja gar nicht hier. Elfenbeinküste, glaube ich, ne? Ach, wir gucken mal einfach. Ach, wir werden jetzt einfach nochmal ein paar beobachten. Weil wir müssen ja, irgendwas müssen wir ja tun. Von Alkmaar. Ah. Ja, wir beobachten jetzt nochmal die ganzen Rechtsaußen. Pascal Nagler wird beobachtet von uns. Haben wir auch nochmal einen Marktwert 15 Millionen. Ja, ich weiß nicht inwieweit. Also rechts außen und ZOM brauchen wir natürlich. So, ZOM sind gar nicht so viele. Wo sucht er jetzt überhaupt? Achso, das ist Transfermarkt, ne? Wie kann ich ihm sagen, dass er Transferoption? Also ich müsste sonst... Achso, ah, guck mal, hier steht sogar. Transfermarkt ist noch 35 Tage offen. Es befinden sich 53.000 Spieler auf dem Transfermarkt. Okay. Ja, hier sind dann nochmal ein paar ZOMs. Ist auch die Frage, ob ich die einfach mal alle beobachten sollte. Damit wir da vielleicht vom Talent her... So, den beobachte ich. Der hat ein Vierer-Talent. Also hier Talent, Talent. Sein Talent ist Talent. Auch von ihm hier. Der wird jetzt beobachtet. Okay, also wir haben jetzt tatsächlich die Beobachtungsliste nochmal krass aufgefüllt. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen Erfolg haben werden in 10 Tagen. Ja, dass wir da nochmal... Also, ich bin bereit, wirklich mehr auszugeben, als wir haben. Aber, ja, the problem ist, dass wir halt... Die Viecher. Ja, also auf dem Transfermarkt ist ja auch über 9 ist ja nichts vorhanden. Egal, wie man hier sucht. Na, auch wenn man wieder ein bisschen älter macht. Also 10er sind hier einfach nicht drauf. Das ist das schon wieder so ein Bug. Weil ich habe hier 8,6 bis 13 suche ich. Und alles, was über 9 ist, ist einfach nicht auf dem Transfermarkt. Egal, welche Position wir uns hier angucken. Achso, vielleicht vom Alter her. Vielleicht spielt das eine Rolle. Ich habe jetzt das Alter mal. Komm, dann mit weniger Suchanzeigen. So, ich habe jetzt Alter bis 32. Aber auch hier sieht man Stärke hier in der Mitte, diese Reihe, wo die Maus jetzt ist. Alles nur 9er. Das ist ja... Das ist ja... Okay, und die 10er, die wir, wie gesagt, beobachtet haben. Alles nur 9er. Das ist alles nur 9er. Wahnsinn. Krass. Okay, verstehe ich nicht. Scheint noch ein Bug zu sein. Das aber egal. Wir lassen uns da die Spielfreude dadurch nicht nehmen. Wir wollen natürlich jetzt nochmal ins Training gehen. Und wir trainieren diese Woche harte Kondition. Wir haben hier schon maximale Kondition. Das heißt, wir gehen... Was ist Motivation? Also ich will auch die Eingespieltheit. Ah, hier hätte ich auch gerne die Symbole. Trainingsspiel. So, wir machen mal ein paar Trainingsspiele. Das ist in der Vorbereitung kann man gerne mal 3 Einheiten machen. Finde ich. Und dann gucken wir mal, dass wir zumindest die Eingespieltheit durch die Trainingsspiele ein bisschen erhöht bekommen. So, und jetzt müssen wir natürlich... Oh, Auslosung. Ist auch geil gemacht. So, Leipzig, okay, also, wir spielen gegen Dresden. Na, das ist doch ein schönes Zweit-Drittliga-Duell, oder was?
So, wir gehen ins Büro. Und ja, ich befürchte, dass das Scouting noch keine neuen Erkenntnisse bringt. Wir trainieren jetzt diese Woche harte Konditionswoche. Nee, das hatte ich ja eigentlich, also ich wollte jetzt Motivation. Genau, mit den Trainingsspielchen, okay. So, die Stimmung bei uns ist bei 50. Warum ist die Stimmung bei 50? Was habe ich denn... Hä? Ja, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht, warum die Stimmung so krass gut ist bei uns jetzt. Ich weiß gar nicht, ist 50 der Maximalwert? Siegeswille. Eingespieltheit. Achso, das kommt erst diese Woche. Okay, dann haben wir Transfers. Wir gucken trotzdem mal rein, ob wir hier schon Talente sehen können. So, hier haben wir... Ach, Pascal Nagler. So, hier sind auch nur noch die Spieler oben jetzt, wo steht beobachtet. Die anderen sind raus. Aber die sind hier in dieser Liste noch drin. Oder bin ich gerade doof? Es werden momentan 15 Spieler beobachtet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wahrscheinlich. Okay. Ha. Naja, hier ist noch ein Zehner. Den können wir nicht verhandeln, den nehmen wir raus. Ich hoffe nicht, dass der sich gerade auf 10 verbessert hat, während wir ihn gescoutet haben. Naja, 7 Tage müssen wir nochmal durchziehen und hoffen, dass wir, wie soll ich sagen, oh, das erste Ligaspiel geht auch schon los. Eieiei. So, passiert hier gerade irgendwas? Hat er sich aufgehängt? Muss ich ins Büro? Ist irgendwas passiert? Was war das denn jetzt? Haben wir ein Spiel? Nö, sieht eigentlich okay aus. So, ja, tägliche Transferliste. Und jetzt sind wir dann auch schon im ersten Ligaspiel gegen Braunschweig, würde ich jetzt mal vermuten. So, wir müssen das Team aufstellen. Wir lassen natürlich den RM. Nee, das ist so nicht richtig. Wir hatten ja einen richtigen RM. Da ist er. Den lassen wir dann auch spielen. Dann haben wir einen ZOM. Ja, wir haben natürlich jetzt... Ja, wie soll ich sagen? Es ist natürlich noch nicht so optimal. So, die beiden Achter spielen jetzt in den Verteidiger. Das ist natürlich 6-9er. What? Da. Oh, der, wieso ist der nicht in der Mannschaft? Also, wir haben ja hier wieder... Müssen wir alles selbst machen, ne? Müssen wir alles selbst machen. So, wir haben jetzt ein Team. LV ist noch ein Achter. Habe ich noch einen besseren LV? IV, hier ist nochmal ein IV-9er. Warum sitzt der nur so weit auf der Ersatzbank? Okay, der ist nicht hundertprozentig fit. Dann haben wir hier, okay, den. LV habe ich nur einen Achter. Dann hätte ich hier noch einen Achter. Und dann hätte ich hier auch einen Achter. Da ist nochmal ein Achter. Okay. Okay. So, wir Gegenüberstellung. Wir. Eieiei, was ist denn das für ein krasser hier? Der hat ja alles. Mannschaftskapitän, direkter Freistoß, Elfmeter. Der macht ja alles bei den Jungs. Achso, bei uns ist es der Rommel. Ja, wir sind leider noch Spieltagskader Taktik. So, wir hatten ja schon gesagt 4-3-3. Anweisung werden wir spielen. Ausgewogen. Härte. Ja, machen erstmal normal. Einsatz ist. Normal, Positionstreue hätte ich schon gerne ein bisschen höher. Da bin ich schon mehr der Fan von. So, dann Dribblings. In der gegnerischen Hälfte, genau, schießt aus allen Lagen. Das müssen wir noch ein bisschen trainieren. In der eigenen Hälfte Ruhe ins Spiel bringen, finde ich ganz nice, tatsächlich. Defensive, zurückziehen. Ich weiß nicht, was besser kommt bei... Ja, Pressing, Mittelfeldpressing. Okay. Ja, ansonsten, ich glaube, das war's von der Taktik her. Also wäre jetzt mal so meine Idee. Sondersiegprämie, genau, die war auch hier. Ach komm, die machen wir jetzt mal an, weil wir so viel Kohle haben. Machen wir 10.000. Und dann gehen wir mal zum Match jetzt. So, 9-2er-Team gegen den 8-1er. So, unsere Abwehr ist besser, Mittelfeld ist besser, Sturm ist besser. Insgesamt Siegprognose 60-40. Da bin ich ja wirklich gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Und das ist die erste Möglichkeit. Und es steht
Tor 1-0 für Rostock. Jawohl, da war gerade ein kleiner Schnitt. Tut mir leid, ich musste die Kamera neu anstellen. Spielerwechsel, warum? Mögliche Wechselphasen 3, mögliche Wechsel. So, warum haben wir einen Verletzten? Ja, hallo? Oder, ach, die Noten stehen hier auch, sehr gut. Aber, sind wir in der Halbzeit? Bestätigen, fortsetzen. Ach ja, Halbzeit, okay, ich will gar nicht wechseln. So, konzentriert, weiter so. Moral steigt um 5 Punkte, okay, also früher Anschluss 3, da war das ein bisschen besser. Da gab es so ein paar wilde Rufe, die eingespielt wurden, so ein paar Soundeffekte. Das kann man natürlich gerne nochmal nachholen. Vielleicht fügt man sogar die Original-Anschluss 3 Schreie und Sounds wieder ein. Und das ist, ja, der Ausgleich, würde ich sagen. Ja. So, kriegen wir nochmal die letzten Minuten laufen. Es ist dann tatsächlich Schluss, aus und vorbei. Wir spielen 1-1 im ersten Spiel. Spielbericht. Ja, warum frühe Führung? Ja, okay, also so kann es gehen. Vielleicht hätten wir nach der Führung ein bisschen die Taktik ändern müssen. Aber es war ja auch erst der erste Spieltag. Und wir haben natürlich auch noch nicht unsere erste Elf, ne? Ist ja klar. So, es geht direkt weiter im Pokal. Und ich hätte natürlich schon bis dahin gerne... Okay, die Szenen-Tage-Scouting sind, so wie es aussieht, schon wieder durch. Okay, wir haben... Schauen wir mal durch. Ja, der Pole ist der Einzige mit Talent. Ortega ist noch kein Talent zu sehen. Nagler. Also... Hier haben wir auch nochmal ein Talent. Das ist der 19-jährige Brasilianer. Also mit dem Brasilianer macht man ja im Grunde genommen nichts falsch. Ne, wisst ihr, wie ich meine? Ja, die anderen, das ist jetzt... Okay, also ich werde dann den Brasilianer wahrscheinlich nehmen. Ganz einfach, weil wir hier schon mal wissen, okay, der hat ein Talent. Ja. Andere Argumente habe ich gerade nicht. 19 Jahre jung, 9er Stärke. Wir werden mit dem direkt am Montag verhandeln. Und dann mal gucken, hatten wir noch ein ZOM. So, hier geht's los. Da haben wir auch ein. Der Pole wär's, der hat Talent. Wahrscheinlich müssen wir uns einfach mit Talenten, mit einfachen Talenten hier zufrieden geben. Mit dem werden wir dann am Dienstag verhandeln. So, das ist jetzt so mal das Erste, was ich tun würde. Dann gehen wir hier ins Training. Und wir haben ja, wir haben doch Mittwoch ein Spiel, oder nicht? Warum zeigt er das in diesem... Plan nicht an. So, das heißt, wir machen hier frei. Wir machen hier frei. Eingespielt sind wir immer noch bei 0. Na gut. Kondition? Achso, wir sind rechts diesmal. Ja, wir brauchen ein bisschen Frische. Wir machen doch mal Matchplan vor dem Spiel. Sprints machen wir nicht. Wir machen einfach Motivationsübungen. Unsere Motivation... Also Stimmung ist auf 51. Ja, wie gesagt, muss mir jemand erklären. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir die ersten Spieler verpflichtet bekommen. Also es soll natürlich auch nicht scheitern. Freigabe bei Ausstieg will ich nicht. Das auch nicht. Automatische Verlängerung auch nicht. Und ansonsten würde ich sagen, oh, wir machen mal neu verhandeln. Ja, zweimal geht immer. Da können wir nicht mitgehen. What? Also Forderung... Also Forderung ist ja jetzt das, was er kriegt, ne? Das ist das, was wir immer bieten. 3 Jahre. Will er noch die Freigabe? Oder wie muss ich das jetzt sehen? Oder muss ich jetzt, was ich ja auch sonst immer mache, um meine Ziele durchzusetzen? Achso, Angebot, wir bieten 560.000. Wir bieten mal ein bisschen mehr. Wir bieten 246. Hier gehen... 250? Was ist denn das für ein Preis? 40.000? What? Spielbonus? 10.000? Der will nur 249. Der kriegt doch 250. Oder geht nur 1.000? Es geht meine Tastatur hier nicht. What? Okay. Das ist ja komisch. Punkteprämie. Alter, was? Och, Scheibenkleister. Ach ja, die Zeit. Wo sieht man denn noch die Zeit, die mitläuft?
Okay, da müssen wir... Okay, der will keine Ausstiegsklausel. So, das ist jetzt der Pole. Die haben keine Ansprüche. So, wo war, lief jetzt die Zeit? Ach, hier! Guck mal hier oben. Habe ich gar nicht beachtet eben. Okay, aber hier keine Freigabeklausel. Wir werden das Ganze jetzt unterschreiben. So, weil wir mussten reagieren. Und jetzt geht es natürlich noch um die Ablösesumme. Ja, da wollen sie natürlich... Ich meine, von 16 Millionen, das, komm, das zahle ich doch. Das ist doch hier Pappalapapp. Ja, komm. So, Trikotnummer zuweisen. Er kriegt die 24, würde ich sagen. So, wir haben, ich glaube, das war jetzt ein ZOM. War auf jeden Fall wichtig. Wichtig und richtig. Spieltag. Und dann haben wir jetzt einen Rechtsaußen, der allerdings noch auf der Bank schlummert. Ach nee, gar nicht wahr. Wir haben einen ZOM. So war das, ne? Wir haben einen ZOM geholt. Genau, der hier ist das. Ja, guck mal. Team entwickelt sich. Jawohl. Das ist gut. Von der Taktik her werden wir nichts ändern. Seit wann bin ich denn Level 2? Habe ich auch keine Info bekommen, ne? Ha. Na gut, wir werden definitiv... Ja. Mal schauen, wir spielen jetzt... Oh, Pokal. Aber wir sind wieder 60-40. Okay. Dann schauen wir mal, wie weit das mit diesen 60-40 hinkommt. Stadion nicht ganz so laut, ist immer ein bisschen nervig. So. Erste Chance. Sind wir das jetzt? Ach nee, genau. Nee, wir sind das nicht. Das ist, ja, 1-0 für Dresden. Wir sind ja die mit den roten Trikots quasi. Okay, wir liegen also erstmal zurück in der ersten Halbzeit. Ja. War jetzt nicht so wie gedacht und erhofft. Wir werden nicht wechseln. Aufmuntern. An die Ehre des Spielers appellieren war auch immer geil. Spieler antreiben war es eigentlich immer, ne? Bei Rückstand zur Halbzeit. Die Moral steigt um 10 Punkte. Okay, also da habe ich dann doch schon mal wieder alles richtig gemacht. Und jetzt hoffe ich auf einen Ausgleich. Vielleicht sogar von unserem neuen zentralen offensiven Mittelfeldspieler. Verletzung. Ich will wechseln. Wo kann ich denn wechseln? Oh, wir haben eine Chance. Oder zeigen die nur Tore? Komm schon. Jawohl, das ist der Ausgleich. Wir gehen hier definitiv Minimum in die Verlängerung. 80. 90 plus. Okay. Und jetzt können wir nochmal wechseln. Okay, das ist halt die Frage. Wen bringen wir denn jetzt? Wo sehen wir Kondition? Ist das das hier? Echte Stärke. Ist das? So, warum zeigt er hier nicht an? Ist das... Ja, woran sehe ich jetzt, wer wie fit ist? Das ist ja auch blöd gemacht, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Alter, Stärke. Was ist das für ein Symbol? Hier wird natürlich... Hier steht echte Stärke. Hm. Okay, ja, dann bleibe ich so und wechsle ich jetzt mal nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wen ich von der Bank bringen soll. Und es gibt eine Chance für Dresden. In der Hoffnung, dass nicht nur Tore gezeigt werden. Ah, schönes Tor, okay. Also, noch haben wir Zeit, wieder auszugleichen. Halbzeit, wir können wechseln und wir wechseln jetzt einfach mal. Wir haben, wen haben wir denn noch hier richtig stark auf der Ersatzbank? Wir hätten hier da nochmal einen Mittelstürmer. Marx kommt. Dann haben wir... ja, L.A. L.A. links außen. Das ist auch, das ist zwar ein Achter, aber wir können da ja nochmal ein bisschen mehr Druck machen. Ja, das ist jetzt... wir hätten noch einen Mittelstürmer. Wir können natürlich versuchen, das Ganze so zu machen. Den lassen wir ein bisschen so spielen und ja, mal gucken, ob das nochmal irgendwie fruchtet. Wir können ja auch nochmal Anweisung. Pausiert er jetzt, während ich das mache? Okay, stark. Offensive. Wir wollen jetzt nochmal... Schießt aus allen Lagen, machen wir schon. Bälle hinten raushauen. Defensive. Wir wollen... Ja, wir machen jetzt Angriffspressing. Anweisungen, Spielweise ausgewogen, Brechstange. Wir gehen auf die Brechstange, wir spielen ein bisschen härter und wir spielen nochmal mit deutlich mehr Einsatz. So, und jetzt? Wie läuft das weiter? Worauf muss ich jetzt klicken? Teams, Spieler,
Defensiv. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wo muss ich. Heatmap. Stadion. Pause. Läuft's jetzt weiter? Ja, okay. Aber die Zeit reicht nicht mehr. Wir sind raus. In der ersten Runde ausgeschieden. Das ist natürlich mega schade. Nicht nur mega schade. Neuzugang hat noch nicht gefruchtet. Okay, wir müssen natürlich in der nächsten Folge direkt weiter scouten. Ja, das Team, wir müssen natürlich auch... Ja, den Rechtsaußen brauchen wir. Also ich meine... Ja, wir müssen allgemein auch noch ein bisschen nach mehr Talenten gucken. Also immerhin haben wir eine ansteigende Form, so wie es aussieht. Genau, das ist die Form, Kondition. An der Frische müssen wir was tun. Vielleicht lag es auch daran, dass wir einfach in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Pace gehen konnten, weil wir nicht frisch sind. Ja. Müssen wir schauen, das war's für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich sag wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.